Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Watch Dogs 2. Wir sind letztens hier stehen geblieben. Wir müssen jetzt raus. Ja, kein Problem, Mann. Im hinteren Teil ist ein Entwässerungsrohr, durch das du einen äußeren Zugang erreichst. Cool, danke. Warum haben sie so viele bunte Rohre? Also in echt hätten die nur nicht mal die lackiert. Und dann sagte ich, ich muss einen Abfluss raus. Da wo die Menschen scheißen und so. Oh. So. Du hast Horatios Tastenanschläge durch Goodales ersetzt? Niemand schikaniert unseren Horatio und kommt damit davon. Echt heimtückisch, Citara. Ich nehme das als Kompliment. Geh doch hoch. Jetzt. Was ist das hier? Smartphone lag da. Wert? Ja, 4000 natürlich, okay. 4000 Dollar wert, okay. Dann lassen wir es mal so gelten. Bunte Röhre sind, naja, wenn das halt zu Nudel passt, ne? Mit den ganzen Farben und so, passt auch die Röhre hier, ne? Was wollen wir hier überhaupt? Ach, da. Hallo? So, jetzt draußen. Jetzt muss ich zum Bus nochmal laufen, okay. Ach, wir sind im Park von denen. Aber jetzt wissen wir, wie einfach wir reinkommen da in den Serverraum. Einfach, hier Wasserrohre oder Abflussrohre mal gucken. Sehr interessant. Ich komme zu spät, weg da. Ich muss zum Bus. Der Busfahrer kommt zu spät. Sieht einfach aus wie eine Birne. Oder eine Glühbirne, ja. Das ist eine Glühbirne. Cool gemacht. Wie läuft der Transfer? Echt top, Markus. Top. Bloom zapft definitiv die Leitung von Nudel an. Sie haben Nudel sogar Teilzugriff auf ihre Inhalte gewährt. Ich bin ja auch für Frieden und Kumbaya, aber der Shit hier trägt eindeutig Dushans Handschrift. Wenn Bloom und Nudel auf die Art kooperieren, das ist ein Riesenfund. Aber es macht mir echt Angst. Ach komm schon, so schlimm ist Nudel nicht. Hey, viel Spaß mit dem Dump. Aber hebt mir ein Bier auf, okay, Ranch? Ich muss jetzt erstmal codieren. Danke, Mann. Ich weiß das alles wirklich zu schätzen. Klar. Aber kannst du dich jetzt mal verziehen? Du machst die Leute nervös. Was? Hey, hast du den Orangenapfel probiert? Lecker, oder? Du siehst aus wie jemand mit vielen wertvollen Informationen. Gut. Sag mir alles, was du über Deadzeit weißt. Ha. Oh oh. Ja gut, dann lass uns mal die nächste Mission gleich mal. Nächste Mission mal machen. Wenn wir halt soweit sind. So gleich, wenn das vorbei ist, können wir die nächste Mission schon auswählen. Neues Auto haben wir gewonnen. Haben wir den Bus? Also muss gucken, ob wir den Bus haben. Oh, wir können was forschen. Was machen wir mal? Forschen wir mal in. Ja, dass wir mehr Power haben. Das ist gut, das ist gut. Ja. Was können wir noch machen? Wir haben noch zwei. Wie viel haben wir? 21 Punkte, als ob. Machen wir mal. Okay, machen wir mal das. Stellung oder Fahrzeuge. Oh naja.
Sie Bomben, ja, das ist cool. Das ist ja echt cool. Wir haben so viele Punkte einfach. Ja. Social Engineering. Dann machen wir das. Was ist das hier? Ach komm, holen wir uns einfach, komm. Holen wir uns um alles hier. Ich habe noch 5 Punkte, also. Ein Punkt, okay, das reicht erstmal. Das neue Auto wollte ich mal angucken, genau. Oh shit, dein Ernst, Alter? Hallo? Sitara? Josh? Bitte sag, dass das nicht das ist, was ich denke. Marcus, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Ich werde getrollt. Wurde unser App-Server gehackt? Vielleicht solltest du herkommen, wenn du kannst. Ach, dann haben wir so ein kleines Nudelauto. Ich dachte, wir haben den Bus bekommen. Interessant. Okay, jetzt muss ich gucken, ob unser Server gehackt wurde, weil sie haben uns unsere Daten geklaut. Dann lass uns mal kurz zum komm, eine schnelle Reise geht ja mal. Wenn wir nicht so lange fahren müssen, damit ich halt wenigstens mehr Mission machen kann, anstatt irgendwie rumzufahren. Das ist auch ein bisschen Glück. Wir natürlich auf jeden Fall machen. Aber erstmal machen wir erstmal die Mission nacheinander und gucken wir mal, wie das so wird. Diese Katze hier. Was sonst? Scheiß Lenny. Bürger der Welt, darf ich um eure erbärmliche Aufmerksamkeit bitten? That's that. Ist ein Haufen Loser, die eure Newsfeed spammen. Sie täuschen vor, die Retter eures freien Willens zu sein. Aber eigentlich... sind sie nur ein paar Script-Kiddies, die einfach alles tun würden, um berühmt zu sein. Das hört jetzt auf. Ich erteile jetzt DedSec eine Lektion. Und DedSec, wenn ihr denkt, ich werde und kann euer System nicht zerstören. Tja, dann bitte erlaubt mir, dass ich mich jetzt vorstelle. Okay. Es ist nur Kiki. Wir stecken die Katzen ins Tierheim. Josh versucht, den Codeschlüssel zu knacken. Oh, sei still, verdammt! Okay, also, heißt das Krieg für uns? Wir lassen uns doch von diesen Trollen nicht in die Scheiße ziehen. DedSec wird nicht klein beigeben. Und dann? Aber was bringt uns ein Krieg mit denen? Das knackt die Scheißsperre nicht. Es ändert rein gar nichts. Sie sind drin! Ach, scheiß drauf! Hey, hört mal her! Primate darf uns nicht aus der Bahn werfen! Wir müssen das clever angehen! Okay. Primate verkauft Zero-Day-Exploits an jeden, der Geld hat. Ja, verdammte Regierungen, Bloom, Nudel, selbst beschissene Terroristen. Die Sons of Ragnarok. Was? Mann, ja, die Sons of Ragnarok. Die verkaufen sich doch an die Sons of Ragnarok, oder? Finden wir also so viel wie möglich über ihre Leute und ihre Operationen raus. Wir werden nicht klein beigeben, für niemanden. Hey, Josh, Mann, was ist denn los? Jetzt ist Krieg. Weg. Ich setze die Nachricht in die Backchannels. Diese Typen haben mit Sicherheit Feinde, die Infos für uns haben. Okay, verpassen wir ihnen ein Fisting. Gut. Was müssen wir machen nun? Holen wir unten den Schlüssel einfach hin. Ja. Okay, wahrscheinlich oben oder so, keine Ahnung. Gut, dann lass uns mal gucken, wo die Mission ist. Und dann machen wir die Mission. Was ist das denn? Die Mission möchte ich gerne nicht. Ich möchte gerne die Hauptmission natürlich spielen. Ist die hier oder was? Ne, ist Nebenmission.
Wahrscheinlich hier hinten irgendwo, ne? Da mit den Sprechen oder so. Okay, jetzt geht's los. Arbeitet weiter an Kiki. Ich werde mich mal mit Lenny unterhalten. Weißt du, wo sie ist? Sie hängt gerne in diesem Club im Castro ab. Ich weiß, wo das ist. Jetzt geht die Mission weiter. Marcus, hast du eine Sekunde? Klar, was brauchst du? Mit dem Algorithmus, den wir von Noodle gerippt haben, stimmt irgendwas nicht. Alle Daten... Ihr Ausspuck sind falsch. Soll ich vorbeikommen und nachsehen? Ja, wenn's geht. So gut wie erledigt. Ah, ist um die Ecke hier. Kann ich mit meinem neuen Nudelauto fahren? Gucken, wie sie sich fährt. Die Polizei ist zunehmend besorgt wegen der Gewalttaten der Straßengang Tesca. Diese stand mit mehreren Morden in East Bay in Verbindung, die laut Experten selbst für Gangs von extremer Brutalität gekennzeichnet waren. Mhm. Der Polizeichef warnte, dass CityOS und das SFPD das organisierte Verbrechen mit allen legalen Mitteln gnadenlos bekämpfen werden. Okay, das ist wohl irgendwie Mafia unterwegs. Aber die lassen uns natürlich nicht unterkriegen hier. Vielleicht soll ich das neue Auto, das Nudelauto, Nudel, bestellen. Wo haben wir es? Da. Das sieht ja aber putzig aus. Es fährt sich aber ganz gut. Man hört es ja, das ist ein Elektroauto. Aber ganz angenehm. Was? Lachen Sie über mein Auto oder was? Bist du bereit für den Chip? Moment. Ich genieße noch. Ah, schau dir den Loser an. Und? Wie viele Schoßhündchen versuchen gerade alles, um meine aufbruchssichere Sperre aufzubrechen? Ehre, wem Ehre gebührt. Also, soll ich ganz freundlich fragen? Du könntest mir den Schlüssel auch einfach geben und ich bin weg. Was? Das ist Ransomware, Motherfucker. Was willst du dann dafür? Ah, ihr sollt einfach nur eins von euren albernen Videos machen. Wow, ich wusste gar nicht, dass du ein Follower bist. Ah, ihr wollt doch nur, dass der Pöbel euch anhimmelt. Nicht mit mir, verdammt. Fuck! Ich will eine öffentliche Übertragung, dass DedSec nicht mal 2 Sekunden, geschweige denn ganze 15 Minuten Zeit in der Öffentlichkeit verdient. Hör bloß auf. Mit ein paar Tränen. Ist das alles? Klar. Erstmal. Wenn ihr das nicht macht, fange ich an, Namen zu nennen. Einfach sie ausschalten. Namen. Und dann ist das vorbei. Ein richtiges Who is Who, Bitch. Mann, sieht aus, als hätten wir nicht wirklich eine Wahl. Mach dein Ding. Mach's gut. Also dann, hau doch jetzt erstmal ab und mach das Video für mich. Dass wir ein Video posten, in dem wir uns dissen. Das kommt gar nicht in Frage. Die sollen ihre Nachricht bekommen, aber wir reiten sie richtig in die Scheiße. Also, Primate lädt für Ragnarok Malware in Bankautomaten. Geldautomaten, Leute. Das läuft über ihren Lieblingstreffpunkt, Rhonda Steiner. Ich schick Ghoulie, der soll sich das mal ansehen. Triff dich mit ihm, wenn du dort bist. Auf geht's, Ghoulie. Oh. Geht's noch? Wo muss ich hin? Soweit. Gut. Fahren wir mal hin. Hoch. Spinner, ja, bin ich auch. Ja, auf jeden Fall
können jetzt keine Schnellreisen machen, ne? Weil das ja keine Hauptmission ist oder so. Das ist natürlich die Hauptmission, aber wir können da nicht hin, weil es nicht unser Hauptpaket hier ist oder sowas. Und deswegen fahre ich mit diesem schönen Auto mal. Oh. Mehr oder weniger nach einem schönen Auto hin. Was schon kaputt ist. Und ja, Leute, falls es euch gefällt, dann lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr einen schönen Kommentar unterschreiben würdet, würde mich auch sehr, sehr, sehr freuen. Ich weiß, dass Ole sehr viel schreibt oder halt. Nee, auch und zu. Das ist schon sehr nett. Danke nochmal dafür. Und ich muss sagen, desto mehr ich das Spiel spiele, mag ich es. Mag ich es mehr. Es ist echt nice. Und zwar ein bisschen. Natürlich ist es ein bisschen anders als GTA oder sowas. Ist ein bisschen mehr auf Hacken aufgelegt. GTA ist einfach nur Schießen, Story schießen oder halt Missionen und sowas halt. Haben wir natürlich auch die ganze Zeit hier, aber die sind ein bisschen besser, finde ich sogar. So, oh. Auf jeden Fall will ich mir nächstes Mal mehr genug Geld haben. Dann eine Waffe kaufen oder eine Drohne. Gucken wir mal. Für eine Drohne oder eine Waffe kaufen. Kommt auf die Situation an. Party Man! Wir sind in der Bar in Sausalito. Komm doch rüber. Verlass dich drauf. Ja, komm ich leider nach der Mission vorbei. So. Sind wir gleich wohl da, ne? Ja, Simon Wilder, wir sind natürlich auf jeden Fall gleich da. Das wird ja noch interessant. Aber das Auto findet sich echt schnell, muss ich sagen. Obwohl es ein Elektroauto ist. Sehr angenehm. Okay, da vorne scheint das schon die Bar zu sein. Oh, Sperrgebiet Bar oder was? Okay, auf der anderen Seite ist Sperrgebiet, die Bar hier. Wir treffen uns hier vor, okay. Ah, das ist die neue Biker-Bar oder sowas. Was ist denn los? Lern erstmal fahren, Arschloch. Achtung! Yo, Gulli. Was geht, Retro? Die Ragnar-Jungs haben Primate für Automaten-Hacks angeheuert, hm? Die Suns setzen schon lange Kreditkarten-Skimmer ein. Kommt nur wenig bei rum. Aber das Primate Malware in Geldautomaten lädt, hat ihren Cashflow verdreifacht. Das wette ich. Der Code skimmt die Daten und schickt Primate eine Kopie. Weder der Benutzer noch die Bank kriegen das irgendwie mit. Ah, aber wir? Ja, wir schon. Ihren Code zu manipulieren wird leicht. Stell dir vor, wie angepisst die Sons of Ragnarok von Lenny und Primate sind, wenn der Operation irgendwas zustößt. So soll's sein. Das wird ziemlich gefährlich. Halt dich besser zurück, Uli. Okay, Mann. Viel Glück. Versauen wir ihnen die Operation. Ich würde sagen, einfach alle töten. Gehen wir die Kamera da rein. Gucken wir uns an. Das sind mehrere Häuser hier. Ah. Da ist okay, was. Bankautomaten sind hier. Zerstör die Automaten, wie du willst. Die Bankautomaten, okay. Hier ist ja ein Bankautomat. Da gehen wir mal langsam vor. Wir gehen einfach außen rum. Und dann zerstören wir die einfach. Ach so, damit können wir jemanden ablenken. Und wenn der abgeholt oder was? Wir haben das Ziel, wir sind dran. Verstanden.
sehr, sehr interessant. Findet den Wichser! Da drüben! Komm schon, Hacker Markus, da kommen welche. Komm raus. Im Boot fliegen. Okay, das ist gut, dass wir ein Boot hier haben. Vorsicht, Schüsse! Und noch gute Munition. Lol. So, haben wir alle jetzt getötet hier? Mehr oder weniger? Okay, da oben ist noch einer. Warum haben die immer so die PCs hier stehen, damit die kaputt hacken können? Verstehe ich auch nicht. Lass uns mal hier reingehen. Den letzten nochmal zerstören. Da haben wir auch den letzten. Da würde ich sagen, Leute, wir sind zum nächsten schon wieder. Oder nö, warte mal. Ich bin immer zu schnell unterwegs. Lenny wird Schwierigkeiten haben, das den Sans zu erklären. Mein Auto steht da vorne. Okay, dann nehme ich mein Auto aber wieder weg. Weg hier. Echt cool gemacht, muss ich sagen. Echt nice gemacht. Dann sehen wir uns, glaube ich, nächsten Stream wieder. Nächsten Stream, sage ich, nein, nächste Aufnahme wieder. Euer Ace Productions. Ciao.